Hallo auf meinem Ingenieurskanal. Heute möchte ich nur eine Ankündigung machen und eine kurze Einführung zu der ganzen Geschichte. Das ist hier Faktencheck, der Faktenchecker. Und für Professor Quaschning, der hat nämlich Reels, zwei längere Videos, aufs Netz geladen. Und die möchte ich jetzt kritisch beäugen. Denn Nummer 1, also das sieht dann so aus. Ja, 1 bis 20 ist das, die anderen ist dann nur 21 bis 40, glaube ich. Das sind jetzt 31 Minuten und damit das für Sie nicht so lang ist, werde ich die jetzt Stück für Stück abarbeiten. Ja, Sie haben ja sicher schon gemerkt, dass wenn ich ein Video kommentiere, beispielsweise das vom Professor wo er dann eine halbe Stunde redet, ich es anderthalb Mal schneller abspiele und trotzdem eine Stunde draus wird. Und warum ist das so? Das ist eigentlich relativ... Ja, und zwar ist es so, was hat Professor Lesch mal selbst persönlich gesagt? Für jedes komplexe Problem gibt es eine einfache und leicht verständliche, aber falsche Antwort. So, und was wir hier haben bei diesen ganzen Sachen, sind einfach von unseren Klimapäpsten wie Quaschning und so weiter, wir haben hier einfach Verallgemeinerungen, wo gesagt hat, das taucht nichts und so weiter, wo man was zu 90% stimmt, aber dann für viele Sachen auch nicht, weil beispielsweise, wenn ich auf die Laufleistung von Elektroautos, von die Haltbarkeit von Akkus gehe, sagen wir mal 15 Jahre, und ich dann jemandem, der nur 2000 Kilometer im Jahr fährt, Elektroauto verkaufe, dann bringt das nichts, weil das in der Gesamtenergiebilanz einfach ein völliger Bullshit ist. Von dieser Seite muss man die Sachen differenziert betrachten und das werde ich machen und diese Verallgemeinerungen, auch dass sie Argumente haben, weil das sind ja Argumente für die Energiewende, dass sie diesen Leuten auch mal beantworten können, warum sie hier falsch denken und welcher Stelle sie falsch denken und warum Verallgemeinerungen, dass das alles so toll sei, einfach nur Unsinn ist. Ingenieurwesen ist ein ziemlich komplexes Thema, wo man ganz viele Sachen betrachten muss. Ich habe da auch schon Beiträge gebracht. Da gibt es ein System ist, was ganz toll ist, und dann haben Sie ein kleines Ding, was dem widerspricht, und das kann das schon knicken. Das beispielsweise, als man müsste irgendwas unter absolut Null oder über Lichtgeschwindigkeit fliegen oder sowas. Da gibt es eben diese Naturgesetze und es kann sein, dass ein System ganz toll ist und ein Ding, das knackt das Ganze, knackt Ihnen das komplette Konzept weg. An die Dinge, die man überhaupt nicht dran denkt. Ich arbeite in der Maschinensicherheit und mir hat ja gestern jemand weinend was erzählt über Hydrauliksysteme. Da habe ich viel gelernt. Das sind so Sachen, da denkt man, an manche Sachen denkt man überhaupt nicht, dass die Hydrauliksysteme arbeiten untereinander und dann und so weiter. Von der Seite muss man eben alle Sachen differenziert und detailgenau betrachten und niemals pauschal gerade in der Windenergie oder in der Energietechnik oder wo auch immer, sonst können Sie die ganzen Geschichten vergessen. Und das werden wir jetzt machen bei den Reels. Diese Pauschalisierungen werde ich dann mal aufheben. In diesem Sinne, Faktencheck, der Faktenchecker, das ist jetzt das Video 0 zu den restlichen 40. Bei manchen werde ich auch vielleicht sagen, da hat er hundertprozentig recht. Kann ja auch sein, das gibt es ja. Es ist ja auch unmöglich, wenn einer nur Recht oder nur Unrecht hat. Schon alleine aus statistischen Gründen ist das überhaupt nicht nötig. Und was wir im Moment erleben, dass also beispielsweise bei Anträgen im Bundestag, die AfD hat bei 100% aller Sachen Unrecht. Und deswegen darf man nicht mit ihnen stimmen. Das ist absurd, ist das, weil das alleine aus statistischen Gründen nicht möglich ist, dass das sein kann. Daran erkennt man Ideologen und Ideologie frisst Gehirn.
Darüber werde ich gesichert auch nochmal ein Video machen, wenn ich das als, weil ich das ja technisch bewerten kann. Wenn ich jetzt über Genderwissenschaften reden würde, da war ich letztens auf dem Vortrag vor 2 Tagen, dann kann man das nicht. Aber Fakten, da kann man ja sehen, was Ideologie ist und was nicht, an Dingen, die ich technisch festmachen kann irgendwo. Und da ist das Spannende, da kann man Ideologen erkennen, die dann einfach nur Unsinn reden, weil ich das eben an diesen Fakten und an den Naturgesetzen festmachen kann, dass ich beispielsweise für Wärmepumpen eine gewisse elektrische Leistung brauche. Und wenn ich dann unsere Leute sehe, ich brauche nur so viel Strom. Hallo Herr Lesch, hallo Herr Quaschning, Strom ist keine physikalische Einheit. Im Physikbuch haben Sie vielleicht mal im 7. Schuljahr gelesen, der elektrische Strom, das steht da oben drüber. Nur, was wollen Sie damit? Darum geht es nicht. Und da erkennt man diese Sachen. Danke fürs Zuhören. Auch wieder länger, aber das ist so meine Denke. Danke.